Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Police Simulator Patrol Officer. Ja, wir sind in einer nächsten Folge. Wir hatten in der letzten Folge wirklich gut abgeschnitten, muss man ja schon mal so gesagt haben. Und wir haben natürlich neue Schichten. Das heißt einfach, sobald wir jetzt sagen würden, hier, okay, rein theoretisch hätte ich jetzt Urlaub nehmen wollen. Das sehen wir uns dann irgendwann anders mal an. wir machen jetzt erstmal hier die Schicht. Wenn ich dann quasi einen Tag Urlaub nehmen würde, würde ich dann diese neue Schichten bekommen. Sowas wie, keine Ahnung, auch mal Abendschicht oder sowas. Wobei man auch sagen muss, diese Abendschichten sind gar nicht so abendlich, wie ich immer so gedacht hätte. Also es gibt jetzt hier nicht sowas wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Es ist irgendwie nicht so. Okay. Es ist irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Das soll noch reinkommen, das habe ich gelesen gehabt. Aber ja, mal gucken. Hä? Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. So, was wir jetzt hier machen können. Wer kann helfen? Oh ja, wir nehmen den leichten ich Unfall übernehme auf. Das. Wir nehmen auf jeden Fall den leichten Unfall auf. Entschuldigung für das Niesen gerade. Ich hoffe, ich habe das irgendwie stumm geschalten oder ausgemacht oder sonst irgendwas. Sollte dies nicht der Fall sein, es tut mir unendlich leid, dass ich euch ins Ohr genossen habe. Puh, also war jetzt aber auch wirklich allerhöchste Eisenbahn, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Oh Gott, wir haben jetzt hier schon wieder... Oh nein, ich weiß gar nicht, wo ist denn dieser blöde Unfall? Nein, das würde ich jetzt nicht. Polizeicomputer. Sehe ich das irgendwo? Ja, doch, das ist okay. Können wir mal kurz hier rüber rennen. Normalerweise macht man das nicht, ja, aber ich darf das. Ich bin ein Polizist. So, Gott. Das Niesen gerade war sehr anstrengend. Muss man mal so gesagt haben, wie es ist. So. Rennen wir mal hier kurz durch die Fußgängerzone. Sowas finde ich auch richtig schön gemacht. Also das, solche Hintergärten und sowas finde ich richtig schön gemacht. Da vorne ist der Unfall, glaube ich. Müsste da vorne sein irgendwo. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich sehe noch nicht. Nee, da ist er. Ist ja nicht weiter dramatisch. Wir schreien jetzt einfach, was ist denn hier? Was? Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Okay. Ja, dann machen wir mal hier, ne? Diese Person hat nicht geblinkt und dadurch den Unfall verursacht. Ja, da gehen wir mal nach, ne, ob er das wirklich getan hat. Wir müssen bei jeder Person einen Alkoholtest, einen Drogentest machen. Das ist so die Standardsvorgehensweise, würde ich jetzt fast behaupten. Es stand auch irgendwann mal, ich glaube, das stand gerade da. Falls ihr es gelesen habt, ne, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. THC. Er hat einfach mal Cannabis geraucht. Da haben wir natürlich ja auch gleich den Verdacht. Den, ne? Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitteschön, Officer. So, wir müssen immer auf was quasi hier oben stehen könnte oder da oben stehen könnte. Ich kann es euch gerade leider nicht zeigen. Müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Könnte er das sein? Ah, das ist auch sehr schwierig zu sagen, ne? Er scheint nervös zu sein. Und das heißt für mich rein theoretisch, ne? Hier unten könnt ihr das lesen. Beispiel, gewaltete... Ne, stopp, das ist es nicht. Das hier. Nervosität, ne? Salatgurke, Wurfstern. Was wir aber auch noch machen, ist natürlich für uns komplett durchsuchen. Weil er halt eben THC im Blut hat. Ja, dementsprechend ist er halt eben Jojo, Servietten, Sand, Samthandschuhe, Salat. Warum? Und ein Wurfstern. Ganz wichtig, der Wurfstern.
Ihn können wir hier gleich halt eben festnehmen, weil er... Ich muss Sie festnehmen wegen des Fahrens unter Cannabis-Einfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer! Danke! So, er hier gucken wir uns auch an. Vielleicht habe ich vergessen, den Blinker zu setzen. Könnte sein. Einheitliche Aussage. Machen wir auch noch einen Alkoholtest. So wie gesagt, wir das bei jedem machen müssen, der in irgendwelchen Unfällen verwickelt ist. Diese Ansicht gerade, das ist auch noch ein kleiner Bug. Der tritt halt immer noch auf. Wird sich bestimmt irgendwann auch noch ändern. Da bin ich mir fast sicher. So, der ist clean. Da fragen wir nur noch. Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Dann fragen wir nur noch danach und dann. Ja, können wir auch erstmal die Befragung von ihm beenden. Versicherungsschein und Co. ist gültig. So. Machen wir das mal so. Wir müssen gleich ein paar Fotos machen. Das ist gültig. Hier kommen wir natürlich nicht durch. Wieso auch? So. Dass wir hier noch gucken müssen. Ist im April 20 abgelaufen. Das heißt, der Typ hat auch noch... Ach, Mann, ey. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Das habe ich auch. Das gibt's auch. Die können halt nicht viel dazu sagen. Ist dann halt eben auch für den Fall oder für die Sache jetzt relativ irrelevant. Natürlich. So, dann machen wir noch den Drogentest. Ganz wichtig. Das ist wirklich das Wichtigste. Ist aber komplett negativ. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Gucken wir natürlich noch danach. Bitte schön, Officer. Weil Versicherungsscheine müssen sie immer mitführen, gerade wenn sie Auto fahren. Muss natürlich auch gültig sein. Ist in dem Falle gültig. Ist alles in Ordnung soweit. Die Augen sahen jetzt zwar auch schon wieder ganz anders aus, aber sie hat jetzt auch nicht so, wo man sagen muss, ist jetzt irgendwas auffällig oder sowas. Nee. So, gehen wir auf die Fotokamera, machen halt von vielen Dingen hier einfach mal ein Foto. So, machen wir das so. Wir machen von allem, was eigentlich geht, machen wir ein Foto. Das ist halt... Ich weiß, dass man nicht von allem ein Foto machen muss. Manchmal geht auch nicht alles. Wie gesagt, der ist abgelaufen, dementsprechend, ne? Hier zum Beispiel die Scheiben, warum auch immer man die fotografieren kann. Aber jetzt zum Beispiel hier die Front oder hier die Front, die ja offensichtlich durch den Unfall kaputt gegangen ist, die kann man nicht abfotografieren. Das ist manchmal schon sehr komisch. So. Machen wir noch davon ein Foto. Davon machen wir noch ein Foto und jetzt haben wir natürlich einen durchaus erfolgreichen. Haben wir noch was vergessen? Hier. Was ist das denn? Ist ein abgebrochener Pfeil. So kann man diese Sachen übrigens auch lösen, wenn man nur geradeaus Pfeile gemacht hat. So kann man dann ganz schnell auch mal einen Abbiegepfeil machen. Was ist das denn? Oh Gott, okay. Ja, ist okay. Hat wieder jemand was weggeschmissen. Oh, meine Güte. Da können wir auch noch ein Foto machen. Da hinten können wir auch noch ein Foto machen anscheinend. So. Frage ist halt nur, von welchem Winkel. So. Das sieht ganz okay aus. So, dann geben wir mal ihr hier den Unfallbericht. Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Immer sehr wichtig, ja? Genaue Berichte sind doch für Sie genauso gut wie für mich. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Und fahren Sie vorsichtig. So, sie steigt hoffentlich ein. Ich weiß es nicht. Wenn das Auto nämlich zu stark beschädigt ist... Ihr Unfallbericht. Dann macht nichts weiter. Und ausführlich dokumentiert. Dann machen die nichts weiter. Aber die steigt ein. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Fahren Sie vorsichtig.
So, er läuft jetzt zum Beispiel weg, weil das Auto halt nicht mehr fahrtüchtig ist. So. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, ich weiß nur nicht. Doch, die fahren weiter. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt nämlich, was macht er? Nein, nicht, du musst nicht da links abbiegen. Och nein, ach komm schon. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Hört ihr es weg? Okay, anscheinend ploppen die zwischendurch noch weg. Okay. Ist ja erstmal nichts Schlechtes, ne? Wenn das dann so passiert. So, da ist der zweite Abschleppwagen. Da biegt dann nach rechts ab gleich. Was ist denn hier los? Was ist jetzt passiert? Ich hatte das Auto wohl nicht ganz unter Kontrolle. Der ist besoffen. Oh, boah, jetzt, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ich kann den nicht weiterfahren lassen. Da kriege ich gleich wieder ein. Oh, das ist. Ach. Gott im Himmel, wie soll das denn jetzt schon wieder funktionieren? Wieso passiert sowas? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Kein Versicherungsschein. Ach, meine Güte. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Das macht mich traurig. So viel Geld habe ich nicht. Haben Sie Pech. Ich habe auch nicht mehr so viele Handschellen. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Jetzt kriege ich die nicht mehr weg, die Autos. Was? Weil ich den jetzt ein auch Auto abschleppen muss. Abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, da wird jetzt. Ah, da kommt der Abschlepper von da. Okay. Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person in Gewahr zu bitten. What the fuck? Begleiten Sie mich wieder bis zum Teufel. Zum Streifen. Bis zum Teufel. Okay. Auch das. Mit denen, dass die hier durchfahren, die anderen Autos. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Das ist immer sehr problematisch, muss ich sagen. Weil, das geht dann halt ganz schnell mal kaputt. Macht's irgendwann mal knack und dann war's da. Da sind die dann halt weg. Das ist halt eben. Was? Das ganze Spiel ist noch ein Early Access. Ganz wichtig zu sagen. Okay, wir gehen. Ich kann mir das nicht, ich will das nicht weiter angucken. Oh nee, ich muss hier noch bleiben. Warum muss ich hier bleiben? Och nee, das wird doch jetzt nichts. Nee. Oh, er fährt weiter. Gott sei Dank. Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person zu begleiten. Begleiten Sie mich widerstandslos zum Streik. Warum habe ich denn jetzt das Auto abgeschleppt? War hier nicht noch. Was hat denn der eine da abgeschleppt gerade für ein Auto? Oh Gott, ist das. Buggy. Warten wir erstmal, lösen wir erstmal hier ein bisschen den Verkehr auf. Ne? Das ist auch ganz wichtig, natürlich. Uff.
Ach, nee, das kann nicht, das wird... Aber anscheinend sind die nicht mehr da. Das heißt, rein theoretisch... Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Ich kann jetzt aber auch nicht irgendwie jetzt noch sagen, jo, kann ich hier nochmal einen bestellen oder so? Nee, ne? Für den nicht. Der steht auch einfach da. Machen wir mal hier, weil der ist, steht natürlich zu weit auf der Straße. Ganz klare Sache. Ach, hier geht's... Warum ist denn hier noch so einer, der hier jemand mitnehmen möchte? So, warum fährt der jetzt nicht weiter? Das ganze Spiel, ne, um das nur nochmal zu sagen, ist noch Early Access. Es kommt und es kann immer noch zu Fehlern kommen. Wir haben jetzt 246 Punkte bekommen, das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Ja, es kann und es wird halt immer noch zu diversen Fehlern kommen. Das ist klar. Da ist wahrscheinlich jemand wieder über Rot gerannt. Ach Mann, ey. Hier ist 35 erlaubt, denke ich. Weiß ich natürlich nicht. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus. So. Gehen wir mal hier hin. So, gehen wir mal kurz hier rüber, lassen den hier, beziehungsweise schreiben den hier auf. So. Wunderschön, machen wir das. Achso, ne, brauche ich nicht. So. Ach ja, sieht halt schon viel zu schnell aus, muss aber natürlich nicht der Fall sein. Ist okay. Hat jemand wieder was weggeschmissen? Um 30. Die fahren alle immer schön 35, wa? Das heißt, hier auf der Straße macht es absolut gar keinen Sinn, irgendwie jetzt hier nach Geschwindigkeitssündern zu schauen. Die halten sich ja eigentlich alle an die Geschwindigkeiten hier. So. Schön Geschwindigkeitskontrolle mache ich hier. Die halten sich aber auch wirklich alle da dran. Das heißt, man guckt tatsächlich eigentlich eher bei den langsameren Straßen. Da sind die dann tatsächlich eher verleitet, mal ein bisschen schneller zu fahren anscheinend. Jetzt haben wir hier zwei Taxen. Direkt nebeneinander. Easy peasy. Nee, doch nicht. Ja, das ist erlaubt. Bis... Ich kann das leider nicht lesen. Oktober 20 und der ist auch noch erlaubt.
Dachte jetzt gerade schon, ich habe hier noch zwei Falschfahrer. Wäre natürlich sehr gut gewesen. So. Am besten nicht mitten auf der Straße stehen bleiben. 35. Ich weiß halt eben auch nicht, wenn man jetzt hier auf der Straße guckt, ja, was jetzt halt eben diese großen Geschwindigkeitsüberschreitungen sind. Hier ist es anscheinend plus 15 erlaubt. Und meh. Wie in Realität, ich sag's euch. Ja, jetzt haben wir natürlich genug Punkte bekommen, haben auch noch 100 Zusatzpunkte, ja. Das ist aber auch wieder hier so eine Folge gewesen, wa? Das ist einfach so. Ja, naja, mal gucken. War jetzt alles so ein bisschen buggy, aber macht ja auch nichts, ne? Es ist ja alles schön und gut. Funktioniert ja alles auch im Prinzip eigentlich ganz gut. Kann man ja nicht anders sagen, wie es ist oder als wie es ist. Und ja, ich bedanke mich natürlich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann mit der Stop Police Winkerkelle wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Labitonix. Ciao. Mit V.